So, ich habe noch ganz was vergessen, was ich euch vorstellen wollte. Neu bei DM. Essence. Und L'Oreal, aber ich glaube, so neu ist das gar nicht. Da steht immer neu, obwohl ich gucke wirklich ganz gezielt, dass ich euch wirklich neue Sachen zeige. Also, das sind Nagellacke. Ich habe jetzt mal drei davon mitgenommen. Es gibt also die wundervollsten Tutti Frutti Megafarben. Das ist Arabische Nächte zum Beispiel, heißt der. Der weiß ich nicht. Irgendwas mit, naja, so frühlingsmäßig irgendwie. Die haben ja immer ganz verrückte Namen, die sich kein Mensch merkt. Also ich schreibe euch die Nummern auf. Also dieser, okay, Shine, Last and Go, so Gel, Nail, Polish. Trocknet wohl noch schneller, also ihr seht, hier steht neu drauf, ne? Trocknet noch schneller als das davorige Modell. Kostet 1,55. Ich habe das jetzt schnell aufgetragen. Es trocknet wirklich ziemlich schnell. Ich habe es zweimal aufgetragen. Es ist ein bisschen schmierig, also ihr solltet vorher kein Pflegeöl benutzen. Also man macht ja oft, bevor man diesen Nagellack aufträgt, nochmal so ein pflegendes Öl oder so, ne? Also ich zumindest. Also das geht gar nicht. Nägel müssen echt trocken sein. Für 1,55 kann man sich mal so ein paar lustige, fröhliche Farben ins Haus holen. Und die wollte ich euch gerne vorstellen. Weiterhin haben wir noch eine Mascara. Das ist praktisch eine limitierte, also Limited Edition von einem Standardprodukt. Es ist mit einem schönen Blütendesign. Ihr kennt das ja bei der Essence-Theke, dass dann immer oben so ein Pappregal steht und da stehen die neuen Produkte drin, auch ein Glow und so eine kleine Lidschattenpalette. Das habe ich aber nicht mitgenommen. Mich hat diese Mascara interessiert, sieht hübsch aus. Naja, klar, knapp 3 Euro. Bürstchen ist ein Standardprodukt. Bürstchen ist auch in Ordnung, so leicht geschwungen. Ich habe mir die Wimpern damit heute angehübscht. Ist okay. Ich habe immer gedacht, naja, eine 3-Euro-Mascara kann nichts sein, aber es gibt durchaus Überraschungen. Ja, weiterhin im Text habe ich 3 Haarpflegeprodukte für mich ausprobiert, und zwar L'Oreal El Vital Dream Length. Und zwar ist, oh, das ist ein bisschen, es läuft raus hier, eine Spülung und ein Shampoo. Und zwar sind da wertvolle Vitamine drin enthalten und Rizinusöl. Das fand ich ganz spannend, da ich ja nun längere Haare habe. Also ich habe das jetzt dreimal benutzt. Ich lasse die Haare Luft trocknen. Lediglich ein paar Wellen mache ich mir dann noch rein mit solchen Curlern. Ja, angenehmer Duft. Ist die Kopfhaut, verträgt es auch, obwohl wahrscheinlich Silikone sind bestimmt. Es steht nicht silikonfrei drin, also sind welche drin. Gut, ist halt so. Also für Frauen, die längere Haare haben, so Spliss in den Spitzen. Das lange Haar ist ja am ältesten, ne? Und braucht besonders viel Pflege. Ich weiß nicht, ob das jetzt so einen riesengroßen Unterschied macht. Das ist jedenfalls neu. Und wenn es neu deklariert ist, stellen wir euch das natürlich gerne vor wie YouTuber. Ist angenehm mit Duft. Die Spülung macht auch ihren Job. Die Kennbarkeit war gut danach. Und dann, was ich aber noch mit dazu genommen habe, das habe ich auch schon ein bisschen im Gebrauch, das sehe ich schon seit einer Woche, das ist ein Doppelelixier von Oil Magic. Das sind so kostbare Blütenöle, die erleichtern das Kämmen. Also dieses Produkt wird in die handtuchtrockenen Haare so eingesprüht und erleichtert das Kämmen, auch das Föhnen danach, und man hat da so ein bisschen so ein pflegendes Finish, dass die Haare schön weich sind, aber nicht zu weich, nicht fliegen. Man kann das auch durchaus ich mache es jetzt mal vor der Kamera hier, und hier sich auf die Linse sprühe, ins trockene Haar sprühen, und dann könnt ihr so ein bisschen kneten und dann habt ihr gleich so ein, riecht lecker, so ein bisschen, naja, man kann es auch stylen damit. Das Haar wird nicht zu weich. So, das sind jetzt die Produkte, die ich noch unbedingt vorstellen wollte, bevor ich mich auf die Reise mache. Das ist jetzt Wochenende und ihr wisst ja, ich habe schon ein Video hochgeladen. Ich bin leicht, ich hoffe nicht, dass mich das erwischt und umhaut. Aber ich hatte die Produkte da und dachte, Mensch, das musst du den Mädels noch zeigen. Ist jetzt kein Haul, sind einfach ein paar Neuheiten. Und ihr seid ja immer sehr interessiert und ich kann das jetzt abhaken. Also, dass ich die Sachen euch vorgestellt. Ich bin von den Nagellack, ich finde den wirklich hübsch. Die haben ganz tolle Farben, auch so eine Flamingo-Farbe. Das ist mir so, weiß ich nicht, wie so eine Hibiskusblüte sieht das aus. Und die Arabischen Nächte fand ich auch schön. So. Übrigens, ihr seht, ne, ich habe einen grünen Pullover an, der ist allerdings selbst gestrickt. Ich hoffe, also erstmal, ich hätte nie gedacht, dass es so viele Aufrufe gibt für eine Barbour-Jacke. Ich bin euch so, so dankbar. Und wisst ihr was? Der Mensch ist doch irgendwie,
Ja, also einige haben es erkannt. Also die meisten haben geschrieben, 98 oder 99% behalte Jacke, sieht toll aus. Ja, sie sah auch toll aus. Und ich finde auch das Grün schön, auch zu meiner Haut. Aber ich bin, dann hat die Vernunft gesiegt. Ich bin ja nicht mehr so jung. Ne? Ich bin nicht mehr, ich bin schon spontan, aber ich überlege. Und deswegen hatte ich ja auch das Video gemacht. Und einige schrieben auch so, hör mal, wenn du uns schon fragst, dann bist du nicht sicher und hör mal auf deinen Bauch. Und genau das habe ich getan. Ich habe das überschlafen, nach diesem Video eure Kommentare gelesen, habe eine Nacht drüber geschlafen, habe die Jacke nochmal angezogen, dachte mir, okay, sie ist hübsch, aber was ist in einem Jahr? Und die Jacke, Bravo ist ja so ein Klassiker. Ich bin jetzt, also ich fand sie für mich dann zu teuer, sie mir jetzt in den Schrank zu hängen, um sie eine Saison anzuziehen. Und deshalb hat die Vernunft gesiegt und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, dass ich sie nicht genommen habe. Also ich fand sie wirklich ganz toll und ich habe mich auch mit einem weinenden Auge verabschiedet von der Jacke und habe es zurückgeschickt. Also habe die Jacke zurückgeschickt. Aber ich bin ja am Aussortieren und ein ganz entscheidender Tipp war von meiner lieben Hanna, die kennt ihr ja auch, mit der habe ich auch schon Filme gemacht, das ist die Tochter meiner Freundin, die hat zu mir gesagt, also hör mal, ich kenne dein Aussortierverhalten, weil ich immer sehr regelmäßig aussortiere. Und dann habe ich die Jacke in einem halben Jahr. Ne? Und das war so... Das war der Ausschlaggebende Punkt. Okay, nee, ich schicke sie zurück. Aber ich habe mich schweren Herzens getrennt. Also eure Meinung war mir sehr, sehr wichtig. Und es ist, wie gesagt, immer so zauberhaft, entzückend, fabelhaft, wie ihr mir schreibt, was ihr mir schreibt. Das erfreut mich sehr. So, und deshalb wollte ich euch das auch nicht vorenthalten, meine Entscheidung. Ne? Nicht, dass, ihr fragt euch vielleicht dann in Potsdam, wieso hat es denn die Jacke nicht an? Weil ich werde sie ist nicht mehr da. Schade, ne? Aber manchmal müssen wir auch vernünftig sein. Für knapp 200 Euro... kann man sich vielleicht was Vernünftigeres kaufen oder das beiseite legen. Ich habe jetzt sowieso einen Haufen Ausgaben in der nächsten Zeit. Also manchmal ist da dieser Wunsch so da, oh, das möchte ich jetzt unbedingt haben. Naja, und dann ist man vernünftig. Also ich zumindest, das habe ich im Alter gelernt. Also im Alter, nee, ich war das eigentlich immer schon. Aber wie gesagt, der Wunsch ist oft da. Ne? Ich will das jetzt haben, das ist toll, das Teil, weil die Farbe ist einfach irre. Also habe ich als kleinen Trost den grünen Pullover angezogen. Den habe ich mir mit so Trompetenärmelchen, den habe ich mir so wie so ein Kettenhemd, das ist so grob gestrickt. Ja, dann habe ich mir den letztes Jahr oder vor 2 Jahren gemacht. Als ich stricken, ja, vor 2 Jahren habe ich ja angefangen zu stricken. Und nun stricke ich mir immer mal so farbenfrohe Pulloverchen. Ihr Süßen, seid besonders gut zu euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. An die Ladies, die neu auf meinem Kanal sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr kostenlos meinen Kanal abonniert. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner Videos. In diesem Sinne, alles Liebe für euch und bis bald. Ciao.